Unsere Nieren, ein wichtiges Organ im menschlichen Körper, aber manchmal kommt es zu Problemen mit der Nierenfunktion. Auch Nierensteine können auftreten. Was für Nahrungsmittel, Inhaltsstoffe begünstigen das und welche können das präventiv verhindern und sogar, wenn man Nierensteine hat, noch positiv begünstigen. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Good Guy. Wenn ihr aktiv etwas für euren Körper tun wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Hier bekommt ihr immer die richtigen Informationen, wie ihr das am besten macht. So, das heutige Thema ist die Nieren. Also jetzt nicht gepflegt speisen oder sich etwas Gutes auf den Teller gönnen, sondern es handelt sich um unsere Nieren, also die zwei kleinen Pönchen hinten auf unserer Körperseite, die für uns wichtige Funktionen erfüllen im menschlichen Körper. Das ist unser Hauptfilterorgan sozusagen und jetzt schauen wir uns einmal genau die Funktion von den Nieren an, warum wir unsere Nierenleistung in Ordnung halten sollten. Also die erste Funktion ist eine Filterfunktion der Nieren und die entfernen Giftstoffe aus dem Körper. Also auf der einen Seite aus dem Blut und dann wird es natürlich in den Harn, alles was ausgeleitet werden muss, übergeleitet und mit den Harn wird es dann über die Harnblase und dann über den Harn leider ausgeschieden. Und zu den Abbauprodukten, die dort ausgeschieden werden, können natürlich auch Eiweißstoffwechselprodukte anfallen. Wenn es dann vom Arzt diagnostiziert wird, ist es immer schlecht, wenn man viele Eiweißbestandteile im Urin hat. Das ist immer ein Zeichen für eine schlechte Nierenleistung oder für eine schlechte Ernährung und dass die Niere halt überfordert ist damit. Und natürlich auch ein hoher Bestandteil an Harnsäure im Harn ist auch ein Anzeichen dafür, dass da was bei der Ausleitung nicht richtig gut funktioniert. Also die Nieren haben eine wichtige Filterfunktion und sind dann natürlich auch beteiligt bei der Blutbildung. Das heißt, das Blut wird da durchgefiltert und je nach Bedarf wird dann Blut nachgebildet. Zweite wichtige Funktion ist natürlich, es regelt auch den Wasser- und den Salzhaushalt des Organs oder die zwei Organe. Wir haben ja zwei Nieren. Und auf der einen Seite wird halt je nachdem, wie viel Wasser wir zuführen, dementsprechend wird dann Urin produziert zur Ausleitung. Und da werden auch wichtige Elektrolyte jetzt zum Beispiel ausgeschieden, wenn es zu viel davon gibt und wenn es zu wenig davon gibt, wird es zurückgehalten. Dann regulieren sie natürlich auch den pH-Wert im Blut, eine wichtige Funktion der Nieren. Und durch die Regelung des Salz- und Wasserhaushalts haben die Nieren auch einen sehr entscheidenden Einfluss auf den Blutdruck des Menschen. Und dass man sich so ungefähr vorstellen kann, zwei funktionstüchtige Nieren eines gesunden Menschen filtern pro Tag 170 Liter Flüssigkeit. Also du musst jetzt nicht 170 Liter trinken, dass das geschieht, sondern es wird einfach immer im Kreislauf durchgefiltert und durchgefiltert. Und pro Tag sind da 170 Liter, die da die Nieren passieren. Also es ist ein wichtiges Organ, ein Hochleistungsorgan. Und da es so viel zu arbeiten hat, kann es natürlich auch zu Beschädigungen kommen. Und heute schauen wir uns einmal die Nierensteine an. 5% der Bevölkerung haben darunter zu leiden. Manche sind genetisch vielleicht vorbelastet oder neigen einfach schon familiär dazu, dass sie eher Nierensteine bilden. Natürlich eine schlechte Ernährung kann das noch begünstigen und die schauen wir uns jetzt an. Was für Nährstoffe oder was für Nahrungsmittelinhaltsstoffe das begünstigen und welche das eher verhindern können. Wichtig zu wissen, weil Nierensteine oder auch Harnsteine natürlich äußerst schmerzhaft sind, wenn man es hat. Schulmedizinisch werden sie dann mit Hilfe von Schallwellen zertrümmert und das kann dann über den Harnleiter dann ausgeschieden werden. Ist aber auch nicht so angenehm als im Vorfeld, wenn man es verhindern kann und das kann man eigentlich schon mit relativ guten Strategien in der Ernährung, ist jetzt nicht zu aufwendig, kann man das präventiv verhindern und wenn man es schon hat, kann man, Nierensteine haben erst sozusagen richtig schmerzliche Auswirkungen, wenn es nicht mehr über den Harn ausgelassen werden können, also wenn es eine gewisse Größe haben. Selbst wenn man schon kleine Nierensteine hat, könnte man es mit einer guten Ernährung dann noch vielleicht über den Harn ausscheiden. Und da müssen wir uns jetzt einmal anschauen, das Wichtigste, aus was bestehen die Nierensteine. Jetzt kann man dann Rückschlüsse darauf ziehen, was in der Nahrung enthalten ist und vor allem die Konstellation und wie es verstoffwechselt wird, warum es dann überhaupt zur Bildung von Nierensteinen kommt. So, und 60% aller Nierensteine bestehen einfach aus einer Verbindung aus Calcium und Oxalsäure. Calcium-Oxalsäure-Steine sozusagen sind diese kristallinen. Und wenn ihr eine zu große Größe entwickeln, dann wird das schmerzhaft. Man sieht es gerne an der spitzen Oberfläche, wenn die im Körper irgendwo rumeiern und das ist halt in den Nieren und dann beim Harnleiter vielleicht noch, wenn es ausgeschieden werden sollte, aber nicht kann, ist das eine äußerst schmerzhafte Angelegenheit. Ungefähr 17% wären dann Harnsäuresteine, also eine zu hohe Konzentration von der Harnsäure, der pH-Wert passt nicht und dann können sich, das ist zu sauer, also der pH-Wert ist zu hoch im Harnleiter und dann können sich dort Steine bilden. Cystein spielt dann noch mit hinein, das ist zum Beispiel in Brot jetzt als Backmittel drinnen oder als Geschmacksverstärker eine Proteinvorstufe
spielt da noch mit hinein oder sonst vielleicht zu viel Fructose in Ernährung und dann kommst du zu einem erhöhten Harnsäurestand. Und 10% wären dann Calcium-Phosphat-Steine. Also ein Teil Calcium, ein Teil Phosphat. Und wir haben jetzt auch schon seit den 90er Jahren ist es getestet worden, ungefähr doppelt so viel Phosphat in unserer Ernährung als wie vorher. Das sind einfach industriell verarbeitete Lebensmittel, da wird es jetzt verstärkt hineingegeben auch. Da hast du hohe Phosphatstände. Wenn sich das an Calcium bindet, dann kommt es natürlich in gewissen Körperregionen dann zu Problemen. Phosphat-Calcium-Verbindungen sind auch Gefäßablagerungen und wenn es in den Nieren vorkommt, kann es dort auch Steine bilden. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie es in den Nieren jetzt, was in den Nieren da geschieht. Also es ist meistens halt eine zu hohe Konzentration des Urins oder des Harns. Und dann schafft man sozusagen das Milieu dafür, dass sich dort Steine bilden können. Und deswegen ist der erste Schritt immer, was man natürlich gegen Nierensteine tun kann, das wird ja eh jeder sagen, du musst einfach genug trinken. Wenn du genug trinkst, dann kommen die Konzentrationen nicht so leicht zustande und da können sich keine Steine bilden. So, und das zweite Punkt, weil wir uns ja den Nahrungsmittel anschauen und wenn wir uns jetzt anschauen, Calcium und Oxalsäure sind die häufigsten Nierensteine, die sich bilden, dann schauen wir uns jetzt die Oxalsäure an, Calcium ist ja bekannt, auch was drinnen ist, nur braucht Calcium halt eine zweite Komponente und das wäre die Oxalsäure und die ist verstärkt im Gemüse drinnen und das wäre jetzt zum Beispiel in Petersilie und in Spinat und in Mandeln, aber generell im Gemüse ist immer Oxalsäure vorhanden, ja, in gewissem Ausmaß. Und das dritte Punkt, das kommt bei mehreren Steinen vor, das wäre natürlich das Calcium. Und der Trick ist jetzt, was man bei einer Ernährung beachten sollte, dass man keine Nierensteine bekommt, von der Seite her, dass man, wenn man oxalsäurehaltige Lebensmittel isst, das wäre jetzt zum Beispiel Spinat, braucht man gleichzeitig eine Calciumkomponente, dann bindet sich es nämlich schon im Darm und wird dann einfach ausgeschieden. Dann kommen diese Stände nicht mehr zustande, die sich dann in den Nieren negativ auf uns auswirken. Also bei Mandeln, bei Spinat, überhaupt bei Gemüseprodukten als Mischkostler einfach kombinieren, immer mit einer Calciumkomponente, mit Oxalsäure, sollte das keine Probleme ergeben. Da rückt man die Oxalsäure, die dann in der Niere überhaupt durch die Filterfunktion angelangen kann und es werden sich vermutlich, wenn man genug trinkt, auch noch keine Steine bilden können. Punkt 4, was wichtig sein sollte in meiner Ernährung, das sind Zitrate, das ist das Salz der Zitronensäure und wenn man das jetzt verstärkt in der Nahrung aufnimmt, wenn man Probleme hat in dieser Richtung, wenn man Zitronensaft trinkt, dann senkt man auf der einen Seite den pH-Wert im Urin, was natürlich von den Harnsteinen her dann eine positive Veränderung ist, da können sich weniger Harnsteine bilden, wenn der pH-Wert wieder passt im Urin. Und die zweite Funktion dieser Zitronensäure, dieser Zitrate ist es, dass es sich auch an Oxalsäure bindet, das wird dann ganz normal mit dem Stuhl abgegeben. Oder anderweitig, weil es sich ja schon an Zitrate bindet, da können sich keine Steine bilden, dann benötigt man Calcium, dadurch wird es halt dann über den Urin ausgeschieden. Und das war der fünfte Punkt jetzt, also beim Urin, man muss schauen, dass man den pH-Wert wieder in den Griff bekommt, das schafft man jetzt auch mit Zitronensaft zum Beispiel oder von mir aus auch mit einem Kaliumcitrat, weil sich Kalium auch positiv auswirkt auf die ganze Problematik, wie auch im Gemüse drinnen. Und als Zitrat hätte man dann halt die Zitronensäure noch dabei, senkt jetzt auf der einen Seite die Oxalsäurestände auch und auf der anderen Seite hast du einen besseren pH-Wert im Harnleiter und in der Harnblase und dann kommt es natürlich zu weitaus weniger Steinbildung dort oder zu überhaupt keiner mehr, wenn der pH-Wert passt, kann sich da nichts bilden. Was noch hineinspielt auch, das wäre zu viel Salz in der Ernährung, da kommt es dann zu einer verstärkten Calcium-Ausscheidung und das geht natürlich über den Nieren und den Harnleiter. Hohe Salzstände, wenig Flüssigkeit, viel industriell verarbeitete Lebensmittel mit billigem Salz drinnen. Zu beachten ist noch, wenn man jetzt, so wie jetzt sind ja noch die Wintermonate, wenn man verstärkt Vitamin D einnimmt, dann sollte, weil eine wichtige Aufgabe von Vitamin D, also wenn man die 3 einnimmt, der Calciumtransport ist. Der sollte ordnungsgemäß funktionieren. Da wird Calcium einmal aktiv. Kann sich jetzt natürlich, wenn man viel Vitamin D nimmt, negativ auf die Nieren auswirken. Ein geringer Prozentsatz, die echt so viel Vitamin D3 nehmen, dass es zu der Problematik kommt. Aber wenn man schon sagt, man nimmt D3, da hat vielleicht ein Problem mit dem Darm, mit der K2-Bildung. K2 ist wichtig jetzt für den Calciumtransport. Bei Hochdosis K3 immer K2 dazu, ist man auf der sicheren Seite. Da kommt das Calcium dann in die Körperregionen, wo es hingehört, in den Knochen dann, im Zahn, Kiefer, wo es hinpasst und nicht in die Weichteile oder eiert sonst irgendwo rum. So, das sind jetzt einmal die wichtigsten Problematiken, wie es zu Nierensteinen kommen kann. Wenn man seine Ernährung dementsprechend aufstellt, kann man es im Vorfeld präventiv verhindern. Wenn man die Problematik schon hat, die Steine haben nicht eine gewisse Größe erreicht, kann man es vielleicht noch mit verstärkt Zitronensaft, also Zitronensäure einbringen oder als Kaliumcitrat dann noch positiv beeinflussen, dass es vielleicht noch ausgeschieden wird.
Wieder die Infocard zum Vitalstoffkalender, was natürlich im Nahrungsmittel vorkommt. Vitamin C, Magnesium könnte man noch verstärkt essen, auch wichtig, weil Magnesium auch immer einen wichtigen Einfluss darauf hat, aufs Calciumverhältnis, sollte man verstärkt Magnesium verstärkt vorhanden sein. Wenn man dann noch D3 einnimmt, sollte auch noch genug K2 vorhanden sein, dass dieser Calciumtransport im Körper einfach ordnungsgemäß funktioniert und dass es zu keinen Kalzifizierungen kommt im Körper, unter anderem den Nieren. Also wenn man supplementiert, dann mit Sinn und Verstand. Wenn man eine ordnungsgemäße Darmfunktion hat, das kann jetzt zum Beispiel auch noch negativ beeinflussen, wenn man verstärkt Antibiotika eingenommen hat, jetzt über Wochen oder Monate vielleicht schon, ich weiß ja nicht, wie lange Antibiotika-Gaben jetzt überhaupt noch gegeben werden, da gibt es schon verstärkte Einnahmen und 2 Antibiotika-Gaben im Jahr verhindern dein Darmbiom auf ewig, also nachhaltig. Und gewisse Mikroben in einem Darmbiom ernähren sich unter anderem auch von Oxalsäure, das heißt, du hättest, wenn du ein ordnungsgemäß funktionierendes Mikrobiom hast, die richtigen Mikroben in deinem Darm, senkst du die Oxalsäure auf natürliche Weise schon um 50-70%. Wenn du jetzt durch verstärkte Antibiotikagabe natürlich ein gestörtes Darmbiom hast, weil Antibiotika einfach alle Bakterien im menschlichen Verdauungstrakt killen, da kommt es ja rein, macht da keinen Unterschied, ob das jetzt Pathogene sind oder nützliche Körperhelferlein, da wird ja ein bisschen was platt gemacht. Und dann verstärkt mit Probiotika noch ein, von der Seite her. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt wichtige Tipps und Hinweise geben, was man tun kann, wenn man vielleicht zu Nierensteinbildung neigt oder generell Probleme mit den Nieren hat oder wenn man auch gar keine Probleme mit den Nieren hat und die auch nicht haben will. Ich glaube, die Schmerzen will keiner haben, ich kann es mir nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein paar Kniffen in der Ernährung, wenn man es richtig aufstellt, sollte man die Problematik eigentlich umgehen können. Wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Videos habt, bitte schreibt mir unten was in die Kommentare. Über ein Like würde ich mich sehr freuen und am Schluss wieder das Allerwichtigste: bleibt oder werdet gesund.